Ich werde in der nächsten guten halben Stunde ein bisschen etwas erzählen über eine Reise, die Max Weber im Jahr 1904 gemacht hat. Und zwar genau gesagt vom 29. August bis zum 19. November 1904 erfolgte damals eine Einladung der Weltausstellung von St. Louis in den Vereinigten Staaten. Und er sollte dort einen Vortrag halten. Zunächst war er gar nicht unter den eingeladenen Gästen, aber es hatte ihn interessiert. Viele Kollegen nahmen an dieser Fahrt in die Vereinigten Staaten teil. Und dann hat er über einen Kollegen, der in den Vereinigten Staaten selbst Psychologie unterrichtete, es erwirkt, dass auch er eingeladen würde. Und er hat genau einen Vortrag gehalten über Agrargeschichte, was ein Spezialthema von Max Weber war. Und er hat für diesen Vortrag damals $500 bekommen. Das entsprach dem Jahresgehalt eines protestantischen Pfarrers in den Vereinigten Staaten. Oder genauer gesagt, der Hälfte des Jahresgehaltes eines protestantischen Pfarrers. Es entsprach dem Jahresgehalt eines ungelernten Arbeiters auf den Schlachthöfen von Chicago. Also es war eine beträchtliche Summe. Die Weber selbst waren auch nicht unvermögend, sodass er den ganzen Aufenthalt dann auch nutzte zu seiner recht umfänglichen Reise durch die Vereinigten Staaten. 21 Städte, 13 Bundesstaaten in 82 Tagen, 150 Stunden Bahnfahrt, man kann das gut nachrechnen, 7000 Kilometer. Also es war eine sehr intensive Reise. Was wir über diese Reise wissen, verdanken wir vor allem einem amerikanischen Forscher, den will ich gleich zu Anfang erwähnen, weil ich viel seinem Buch verdanke, Lawrence Caff aus Detroit, der ein inzwischen auch ins Deutsche übersetztes Buch geschrieben hat, Max Weber in Amerika. Max Weber ist damals 40 Jahre alt und diese Reise bildet ein bisschen so etwas wie den Abschluss seiner Krankheitsgeschichte. Denn Max Weber war seit Ende des 19. Jahrhunderts ein schwer kranker Mann und zwar ein nervlich schwer kranker Mann. So um 1898, 99 herum dramatisiert sich sozusagen sein Gesundheits- und Geisteszustand. Er ist komplett arbeitsunfähig, er kann nicht einmal schreiben, er kann nicht einmal einen Brief lesen, er sitzt apathisch herum, Schlaflosigkeit, er nimmt praktisch sämtliche Medikamente, die damals überhaupt zur Verfügung standen und unterzieht sich auch praktisch jeder Art von Therapie, die damals für solche Neurasthenien, wie das genannt wurde, vorgeschlagen wurde. Es sind 5 Jahre eines völligen Zusammenbruchs, aus dem er ganz allmählich sich wieder herausarbeitet. Und zwar nicht durch Medizin und Ärzte, sondern einfach durch Ferien. Er reist nach Rom insbesondere und hat dort längere Aufenthalte. Dort in Rom 1902, also 2 Jahre vor unserer Reise, beginnt sich Weber mit einer Frage zu beschäftigen, die vorher nicht im Horizont seiner Forschung lag. Weber war ein Rechtshistoriker, ein Agrargeschichtler, wie ich es schon gesagt hatte, ein Nationalökonom. Er lehrte Volkswirtschaftslehre zunächst in Freiburg und dann in Heidelberg. Und er nähert sich jetzt einer Frage, ja, wie soll man sagen, von welthistorischer Dimension. Es ist die Frage, die ihm in Rom natürlich ganz nahe lag, wie konnte eigentlich aus einer, wie er das nennt, weltablehnenden jüdischen Sekte ein Machtgebilde wie die katholische Kirche werden? Wie ging das vor sich? Wie konnte aus einer Lehre, die die Enthaltsamkeit gegenüber allen möglichen irdischen Versuchungen enthielt, eine asketische Lehre, eine Lehre, die den unmittelbaren Weltuntergang und die Wiederkunft Christi predigte, wie konnte aus solch einer Lehre etwas werden, was man in Rom eben damals und auch heute noch sehr gut besichtigen kann. Eine kolossale Organisation, eine Heilsverwaltung in den Worten Webers, ein immenser Komplex von Recht, Politik und auch Reichtum. Es musste sich um einen paradoxen Effekt handeln. Also Weber hatte Überlegungen, wie aus Klosterkeuschheit die Distanz zu den adligen Netzwerken des Mittelalters und der Neuzeit entstand, wie aus Konsumverzicht jedenfalls Teilen der katholischen Priesterschaft, wie aus Konsumverzicht Ersparnisbildung wurde.
wie sich in den Klöstern eine Art Sonderkultur methodischer Selbstbeobachtung auf das eigene Seelenleben sich konzentrieren, auf theologische Argumentationen sich konzentrieren, wie also aus dieser speziellen Distanz zur Welt sich Kenntnis der Welt, auch Kenntnis durchaus ganz pragmatischer Dinge wie Gartenbau, Brauereiwesen, Tierzucht und so weiter, sich entwickelte. Also das war der Befund. Aus einer Distanz zur Welt entwickelt sich ein Vermögen zur Herrschaftsausübung über Welt. Und während dieser Rekonvaleszenz kommt Weber auf den Gedanken, ob sich das nicht übertragen lässt, ob das nicht noch einmal stattgefunden hat in der Weltgeschichte, jetzt im Protestantismus. Und er verfolgt die These, die seine berühmteste These vielleicht geworden ist, die These, dass auch der kapitalistische Geist einen Ursprung in religiöser Askese hat. Weber hatte immer die Idee, dass neue Dinge und kulturprägende Dinge aus asketischen Verhaltenseinstellungen abzuleiten sind. Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen eine fixe Idee von ihm. Vielleicht gibt es auch Kulturleistungen, die nicht auf Askese zurückgehen, aber Weber wollte davon nicht so viel wissen. Ihn interessierte sozusagen, wie Verzicht und Reserven gegenüber der Welt dazu führen, dass Gebilde entstehen, die weltbeherrschend werden. Und so versuchte er nun so eine ähnliche Paradoxie zwischen Weltablehnung und Weltbeherrschung am Protestantismus durchzuspielen und in Bezug auf die Lebensmacht, wie er das manchmal nennt, seiner Zeit, als er den Kapitalismus empfand. Was ist der kapitalistische Geist für Weber? Der kapitalistische Geist für Weber, er zitiert in seiner berühmtesten Schrift, die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, zitiert er für den kapitalistischen Geist aus einem kleinen Traktat von Benjamin Franklin, dem amerikanischen Aufklärer, in dem Franklin Anweisungen an einen jungen Mann gibt, wie er sich wirtschaftlich verhalten soll und wie er sich überhaupt verhalten soll. Und was Weber zitiert, sind Sätze wie Zeit ist Geld, Kalkulation ist alles, nur durch rastlose Arbeit erwirbt man das Vertrauen, erwerb nicht Konsum, erwerb nicht um des Konsums willen, sondern um des Erwerbs selbst willen. Und um der Dokumentation von Ehrhaftigkeit willen, das seien die Maximen eines frommen und erfolgreichen Lebens. Das ist für Weber der kapitalistische Geist. Also nicht einfach Reichtumsanhäufung, um Güter zu erwerben, sondern systematische Lebensführung, die Durchdringung jedes Winkels des eigenen Lebens, nicht nur des Berufslebens, im Blick auf Rationalisierungschancen, auf Fleiß, auf Akkuratesse, auf Genauigkeit, auf Effizienz, würden wir heute vielleicht sagen. Und dieser kapitalistische Geist, das ist die These, die ich jetzt nur noch kurz nenne, und dann kommen wir zur Reise. Dieser kapitalistische Geist entspringt für Weber nicht einfach eine Art Nützlichkeitsdenken. Das Argument ist nicht, weil man viel davon hat, schließt man sich diesem Geist an oder unterwirft sich diesem Geist in der eigenen Lebensführung, sondern Webers These war, dass in den Anfängen, den frühneuzeitlichen Anfängen dessen, was er als Kapitalismus begriff, diese Art der Lebensführung unter dem Primat der Wohlgefälligkeit gegenüber Gott praktiziert wurde. Wenn man so will, ist es ganz analog der Geschichte mit den Mönchen gebildet, nur dass die Mönche jetzt eben nicht mehr zurückgezogen in einem Winkel der Welt leben, in einem Sonderreservat namens Religion, sondern dass zumindest in den Protestantismen, für die sich Weber besonders interessierte, also den Reformierten, den Calvinistischen, den puritanischen Sekten, in diesem Bezirk hatten alle zu leben wie Mönche.
um auf diese Art und Weise einem sehr entfernten Gott, der anders gar nicht erreichbar war, also nicht durch Almosen geben, durch gute Taten, durch Beichte, zum Beichtgang und solche Dinge, der anders nicht erreichbar war als durch vielleicht vorbildliche Lebensführung. Und aus dieser, das ist das Argument, aus dieser Geneigtheit, das eigene Leben ganz streng zu führen, um es gottgefällig zu führen, aus dieser Geneigtheit entsteht sozusagen Paradox. Reichtum, Industrie, Handel, die Unterwerfung des Lebens unter Gesichtspunkten der doppelten Buchführung, das Vermeiden von Schulden, die Kontrolle des eigenen Konsums, Selbstdisziplin, die für Weber ein Akt der Freiheit ist. Wenn Disziplin nicht von außen aufgenötigt wird, sondern freiwillig das eigene Leben als diszipliniertes geführt wird. Das ist alles in allem eine waghalsige Beweisführung gewesen. Weber zieht Berufsstatistiken um 1900 heran, wo sich die Protestanten als die in Baden als die Inhaber der besseren und besser bezahlten Berufe erweisen. Er argumentiert mit englischen Puritanern um 1600, amerikanischen Quäkern um 1700 und eben Benjamin Franklin mit einem Aufklärer und man könnte sagen Utilitaristen um 1800, um dieses Konstrukt eines protestantischen Impulses für den kapitalistischen Geist wie so eine Art Modell vor uns zu stellen. Kapitalismus ist also, das ist wichtig, nicht einfach Utilitarismus plus Industrialisierung. Er hat einen Geist, er geht aus etwas hervor, was zunächst gar nicht auf die Schaffung von Reichtum zielte. Andererseits ist die These von Weber eine historische These. Das muss man betonen. Es ist eine These nicht über den Kapitalismus seiner eigenen Zeit, sondern über die Frühphase dieser Wirtschaftsform. Und sie hat, man könnte sagen, melancholische, wenn nicht sogar nostalgische Zwischentöne. Der Geist ist im Grunde genommen für Weber nicht mehr da. Es war ein Geist der heroischen Anfänge des Bürgertums. Und in seiner eigenen Zeit sieht er diesen Geist nicht mehr. Es ist also, wie gesagt, eine rückwärtsgewandte These. Mit dieser These, die er genau in dieser Zeit entwickelt und während dieser Amerikareise kommen die ersten Publikationen auch, in denen er das entfaltet. Mit dieser These im Gepäck reist Weber im Grunde genommen in das Spannungsgebiet seiner eigenen Forschung. Denn wir haben die Vereinigten Staaten als eine damals aufstrebende Macht, die natürlich mit dem Kapitalismus assoziiert wird, bis heute. Wir haben die Vereinigten Staaten als ein Staat, der aus der Besiedlung durch protestantische, wie soll man sagen, Migranten hervorgegangen ist, Leute, die protestantischen Sekten glaubensmäßig anhingen. Und insofern sind die Vereinigten Staaten im Grunde genommen das Land, das in seiner Geschichte die Spannung zwischen dem ursprünglichen Geist und dem, was dann daraus wurde, ausgetragen hat. Weber reist aber in die Vereinigten Staaten nicht etwa, um seine These zu überprüfen. Er führt hier und dort Gespräche mit Pfarrern und hat sie natürlich im Sinn, seine These, aber es war keine Forschungsreise in diesem Sinn. Wie hätte er es auch überprüfen sollen, denn es war ja, wie gesagt, eine historische These und an irgendeiner Universität sagt ihm auch ein Bibliothekar, die Schriften der Universitätsgründer, die diesem Sektenmilieu des 17. Jahrhunderts angehört haben, die haben wir alle weggeworfen, weil die sagen uns nichts mehr. Also das weiß Weber wohl, dass er in den Vereinigten Staaten nicht einfach eine Art Bestätigung seiner historischen Forschung antreffen wird. Was trifft er an in den Vereinigten Staaten? Nun, zum einen trifft er eine Nation an und ein Land, von dem behauptet wird und schon damals behauptet wurde, es habe eine Art Vorbildcharakter für die Moderne. 1902 erscheint das Buch eines, ich glaube, englischen Journalisten William Thomas Stead, das heißt The Americanization of the World. Das ist ein Topos, der sich bis heute erhalten hat. Die Vorstellung, dass vieles, wenn nicht alles, was in den Vereinigten Staaten aufkommt, mit einer gewissen Zeitverzögerung auch den Rest
der Welt ereilt, als Thema, als Struktur, als historische Entwicklung. Damals meinte Stead, man habe das erste Mal eine Weltmacht ohne imperialen Anspruch. Das war damals eine vertretbare These. Amerika war eine Kolonie und war nicht selbst eine Kolonialmacht. Eine Weltmacht, die rein auf ökonomischer Kraft und Technik und den Glauben daran gegründet sei. Der englische Essayist Chesterton, der 1922 ein Buch über die Vereinigten Staaten schreibt, sagt, es sei eine Nation, die auf einem Glauben gründe, auf dem Glauben, der in der amerikanischen Verfassung niedergelegt sei, der Glauben an die Selbstbestimmtheit aller Bürger. Klammer auf, ein Glaube, der ungefähr die Hälfte der Bevölkerung außer Betracht ließ, die eben nicht selbstbestimmt, sondern unter sklavischen Umständen zunächst lebte. Aber das ist für Weber interessant, ein Land, das auf einem Glauben beruht und nicht auf einer Tradition, nicht auf einer langen Erzählung, nicht auf einem aristokratischen Zeitstrahl, der bis weit in die Vergangenheit hineinreicht, nicht auf ererbtem Besitz, sondern auf erworbenem Besitz. Und das war für Weber ein sehr interessanter Tatbestand, eben deswegen, weil ihn an den Dingen, wenn immer er sich mit ihnen beschäftigte, den sozialen Dingen, eben genau dies interessierte, dieses Geistige, dieses Ideelle, dieses nicht einfach nur faktische Moment an ihn. Weber trat übrigens der These von Stead, dass die Welt sich amerikanisiere, entgegen. Also seine These war, Amerika europäisiere sich gerade. Inwiefern? Weber hat mehrere Argumente für diese Behauptung. Das eine Argument war zum Beispiel, dass immer neue Einwanderungsschübe in die Vereinigten Staaten den Protestantismus, die ursprüngliche Konfession der Amerikaner immer weiter zurückdränge. Ja, man kann dann irische Katholiken denken, aber auch Leute, die aus lateinamerikanischen Ländern einwandern, Polen, Juden, wo immer her. Also die Vorstellung war, Amerika europäisiert sich in dem Maße, in dem sie sich pluralisiert. Ein zweites Argument war, das konnte er damals auf seiner Reise eben auch beobachten, dass sich in Amerika eine Siedlergesellschaft allmählich in einen Staat verwandelt hat. Also lange Zeit war die amerikanische Gesellschaft von Kolonisation, und zwar innerer Kolonisation, also nicht im Ausgriff auf fremde Welten, sondern innere Kolonisation bestimmt und insofern mehr von der Peripherie als durch Verwaltung aus dem Zentrum heraus. Das ist praktisch das Thema jedes Wildwestfilms, den es überhaupt gibt, dass die Peripherie gar nicht erreichbar ist durch das Zentrum. Und das Recht, das im Zentrum gilt. 1893 hatte der amerikanische Historiker Frederick Jackson Turner ein Buch geschrieben, mehrere Aufsätze zuvor, über das Ende der Landnahme in Amerika. Also es gab keine Grenze mehr, die immer weiter nach Westen hinausgeschoben wurde durch Kolonisatoren und Siedler, sondern das Land war eben jetzt besiedelt. Und damit ändert sich für Turner und auch für Weber, von dem wir nicht genau wissen, ob er Turner gelesen hat, alles. Weil für Weber, den Agrargeschichtler, hört, wenn es keine Landnahme mehr gibt, Freiheit eigentlich auf. Freiheit ist für ihn die Situation, wo jemand sich der Natur aussetzt und nichts anderes hat als sich selbst. Jemand, das heißt Familien, Sekten, kleine Gemeinschaften, Männer. Also wenn es nichts mehr zu erobern gibt, sagt Weber, dann verwandelt sich die Gesellschaft komplett. Bei Turner findet sich die hübsche Formulierung, der Kolonist kommt als Europäer an und die Wildnis macht aus ihm einen Amerikaner, weil er alles vergessen muss, was in Europa galt, weil es eben in der Wildnis nichts zählt. Für Weber entstehen dann in einer solchen Situation, in der die Landnahme abgeschlossen ist, Bodenmonopole. Es gibt Grundbesitz, es bilden sich dann eben jetzt politische Aristokratien heraus, es wird jetzt Vermögen vererbt,
Es kommt jetzt zur Plutokratie, also der Reichtum spielt dann auf einmal eine Rolle und nicht mehr einfach das Vermögen, sich in der Wildnis selbst zu behaupten. Und der freie Wettbewerb, was ein sehr freundliches Wort ist für das, was in Kolonisationen stattfindet, der freie Wettbewerb ist nur ein Übergangsstadium zu einer beruhigten Welt, in der es jetzt wirklich Besitz gibt und auf einmal auch Bildung und Urbanisierung, Bürokratisierung, Städtebildung im Sinne des Aufbaus großer Strukturen, die feststehen über einen längeren Zeitraum hinweg, in der dann auch Recht gilt, in der dann das Recht der Zentrale auch die Peripherie erreicht und so weiter. Und schließlich, vielleicht als letzten Punkt, warum europäisiert sich Amerika für Weber in dieser Zeit? Wenn diese Situation, die typische Situation des Amerikaners zuvor, die des Versuchs war, der Natur und, man muss sagen, den Indianern, die Zivilisation abzuringen und den Besitz vor allem, wenn das die prototypische Situation war und wenn die verschwindet, dann verschwindet auch die Askese gegenüber dem Komfort. Da tritt eine Gesellschaft hervor, wie sie Weber eben natürlich am Ende des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten antraf. Man sprach ja vom Gilded Age, vom Golden Age. Eine Situation, in der auf einmal ein Land, das von protestantischen Sektenmitgliedern gegründet wurde und in einer asketischen Haltung, aus dem Boden gestampft wurde, denn welche andere Haltung wäre in der Wildnis überhaupt durchhaltbar gewesen, verwandelt sich ein solches Gebilde in ein Gebilde von Wirtschaftskraft, von Konsum, von Komfort, von Wohlstand. Und es tritt einem als erstes neben viel Armut und freiwilliger vor allem sehr viel Reichtum entgegen, so auch Weber. 1903, also ein Jahr vor Webers Reise nach Amerika, gründet Henry Ford seine Autofabrik, und die sich binnen Kurzem mit der ökonomischen Form des Konsumentenkredits verbindet, denn nur so konnte die Massenproduktion von Autos zum Beispiel überhaupt möglich sein, wenn Leute, die eigentlich gar nicht das Geld hatten, solche Autos zu kaufen, auf Kredit es eben doch tun konnten. Also das sind so Aspekte der kleinen Geschichte, wie Amerika aus diesem Gründergeist hinüberwechselt in etwas, was Weber dann sagt, was Europa relativ ähnelt. Der letzte Punkt übrigens, das will ich nur anfügen, mit den Autos und auch anderen Konsumartikeln. Es war immer eine kleine Schwäche des weberschen Protestantismus-Arguments, der Entstehung des kapitalistischen Geistes aus der Askese, dass Weber immer nur die Produzentenseite im Kapitalismus im Blick hatte. Also er war fixiert auf die Disziplinerfordernisse von Fabrikarbeit, von Kontrolle des eigenen Ausgabeverhaltens, von kreditwürdig bleiben, von morgens aufstehen und zur Arbeit gehen und über das hinaus arbeiten, was zur Lebenserhaltung nötig ist. Warum arbeitet jemand mehr, als er eigentlich muss? Das war Weber immer der maßgebliche Aspekt von Webers Argument. Und man fragt sich, wenn man so will, als Volkswirt fragt man sich ein bisschen, und wer kauft das alles, was der Kapitalismus erzeugt? Denn das Kaufverhalten von Asketen würde ja nicht ausreichen, die Produktion von Asketen zu erwerben. Man braucht auch ein paar Nicht-Asketen für den Kapitalismus, und das hat Weber nie zentral interessiert. Er fährt also nach Amerika und findet ein Land unglaublicher Pluralität vor sich. Er besucht, ich hatte das erwähnt, er besucht Pfarrer, er besucht die Schlachthöfe von Chicago. Ich werde gleich etwas zitieren aus einem Brief von ihm. Er besucht die Indianerreservate, er besucht Fachhochschulen, würde man das heute vielleicht nennen, für Schwarze. Er unterhält sich mit deren Funktionären, er ist an Universitäten.
Er ist ein Reisender, der unglaublich viel absorbiert hat. Ja, also er ist kein Tourist in diesem klassischen Sinne. Also er nutzt das nicht zur Entspannung, kann man sagen. Obwohl man sagen muss, es gibt Briefstellen von ihm, wo er sagt, in diesen Indianerreservaten, da habe er sich das erste Mal seit Jahrzehnten wieder wohlgefühlt. Und das ist auch wieder so ein bisschen konnotiert mit der, wie soll man sagen, der unentschiedenen Situation in diesen Reservaten. Es gab damals einen großen Streit, ob es einen eigenen indianischen Staat geben sollte in den Vereinigten Staaten. Es gab extremen sozialen Kampf zwischen den verschiedenen Minderheiten, zwischen den verschiedenen Interessengruppen. Und das war etwas, was Weber, wie soll ich sagen, fast körperlich erfrischte, wenn er soziale Kämpfe beobachten konnte. Das waren für ihn Situationen individueller und auch gesellschaftlicher Freiheit, wenn die Leute im Konflikt miteinander liegen und ihre Interessen vertreten und durchsetzen wollen und sich nicht einfach in Bahnen einer Gesellschaft einfügen, die schon gebahnt sind. Karl Mannheim hat etwas später in einem Aufsatz zwei Arten von Karrieren bezeichnet, die man in modernen Gesellschaften machen kann. Nämlich die eine Art, man macht Karriere auf einer bereits vorgezeichneten Leiter. Also man wird vom Studiendirektor zum Oberstudiendirektor oder von der Assistentin zur Vorstandsvorsitzenden oder so. Das sind aber alles Bahnen, die sind vorgezeichnet. Man weiß das schon, es gibt diese Aufstiege und dann gelingen sie eben einem oder sie gelingen einem eben nicht. Und dagegen gibt es Karrieren, die haben etwas Abenteuerliches. Also jemand wird auf einmal etwas, was er vorher gar nicht absehen konnte, was vorher noch gar nicht in der Welt war. Das ist ein bisschen diese amerikanische Mythologie, die mit den Begriffen Tellerwäscher und Millionär vielleicht etwas euphemistisch bezeichnet sind. Aber das ist jedenfalls ein anderer Karrieretyp. Der Aufstieg, der nicht vorhersehbare Aufstieg. Und das, solche Szenarien, sozialer Kampf, Konkurrenz, nicht vorhersehbarer Aufstieg, abenteuerliche Abwechslung bei Regimewechseln und solche Dinge, das hat Weber fast physisch angesprochen. Das fand er interessant. Da fand er, wenn man so will, den Menschen in seinen Möglichkeiten ausgeschöpft, was nicht der Fall ist, wenn man einfach in einer Bürokratie von unten nach oben aufsteigt oder von oben nach unten absteigt. Ich zitiere einmal ganz kurz aus einem Brief, den Weber geschrieben hat. Das ist sein Außenaufenthalt in Chicago. Aus diesem Brief geht sehr schön hervor, wie intensiv er Amerika erlebt hat damals. Chicago, schreibt er, ist eine der unglaublichsten Städte. Am See liegen einige behagliche und schöne Villenviertel, meist Steinhäuser schwersten und lastendsten Stils. Direkt dahinter liegen alte Holzhäuschen, genauso wie sie in Helgoland sind. Dann kommen die Tenements der Arbeiter und ein wahnwitziger Straßenschmutz. Kein Pflaster oder miserable Chaussierung außerhalb der Villenviertel. In der City zwischen den Skyscrapers vollends ein haarsträubender Straßenzustand. Dabei wird Weichkohle gebrannt. Wenn nun der heiße, trockene Wind aus den Wüsten des Südwestens durch die Straßen fegt, dann ist der Anblick der Stadt, zumal wenn die Sonne dunkelgelb untergeht, ein fantastischer. Man sieht am hellen Tage nur drei Straßenblocks weit. Alles ist Dunst, Qualm. Der ganze See ist mit einer violetten Rauchatmosphäre turmhoch bedeckt, aus dem die kleinen Dampfer plötzlich auftauchen und in dem die Segel der auslaufenden Schiffe rasch verschwinden. Dabei eine endlose Menschenwüste. Man fährt aus der City durch die, ich glaube, 20 englische Meilen lange Halstead Street in endlose Fernen, zwischen Blocks mit griechischen Aufschriften, Xenodochien und so weiter, dann andere mit chinesischen Kneipen, polnischen Reklamen, deutschen Bierhäusern, bis man an die Stockyards gelangt. Soweit man von dem Uhrturm der Firma Armour & Co. sehen kann, nichts als Herden von Vieh, Gebrüll, Geblöke, endloser Dreck. Am Horizont aber rundum, denn die Stadt geht noch Meilen und Meilen weiter, wie sie sich in das Heer der Vorstädte verliert, Kirchen und Kapellen, Elevatorspeicher, also Aufzugspeicher mit Aufzügen, rauchende Schlote und Häuser jeden Formats, meist kleine für höchstens zwei Familien, daher die ungeheuren Dimensionen der Stadt und je nach den Nationalitäten differenziert in der Sauberkeit. Der Teufel war los gewesen in den Stockyards, ein verlorener Streik, massenhafte Italiener und Neger als Streikbrecher, täglich Schießereien mit Dutzenden von Toten auf beiden Seiten, ein Trambahnwagen umgestürzt und dabei ein Dutzend Frauen zerquetscht, weil ein Non-Union Man darauf gesessen hatte, Drohungen und Dynamit gegen die Elevator Railway, von der richtig ein Waggon entgleiste und in den Fluss herabstürzte.
und so weiter. Ich brich an dieser Stelle ab. Webers Amerika-Reise ist ja Reise von jemandem, der die Unruhe schätzt, der aus Amerika die Begeisterung für, ja, man möchte fast sagen, eine Art von sozialem Chaos, das allerdings seine Ordnungsaspekte natürlich hat. Er berichtet ja davon, also die Differenzierung zum Beispiel nach Nationalitäten des Wohnens, die Schichtproblematik, Streik gegen die Eisenbahngesellschaft und so weiter. Also diese Mischung von Chaos und Struktur hat ihn unfassbar interessiert und angezogen. Sodass er also eine Menge auf dieser Amerika-Reise lernt und mitfühlt, was ganz entfernt ist von seiner Protestantismus-These. Und auch entfernt ist von der Behauptung, die moderne Gesellschaft sei erstarrt und der Geist sei aus ihr entschwunden. Es ist eine andere Art von Dynamik, die er hier beobachtet und womöglich keine geistlose. Ich komme zu einem letzten Punkt, den ich erwähnen will, als etwas, was beeindruckend ist an dieser Amerika-Reise bei Weber. Er hält in diesem Vortrag in St. Louis über Agrargeschichte eigentlich das letzte Mal einen Vortrag, in dem das Wort Kapitalismus eine zentrale Rolle spielt. Es ist eine große Ironie der Weberschen Biografie, dass ausgerechnet in Amerika er sein Lebensthema auswechselt. Danach handelt sein ganzes Werk primär von Fragen der politischen Herrschaft, der Bürokratie, der Staatsordnung, der Repräsentation und des Rechts. Es geht primär um politische Herrschaft und nicht mehr so sehr um den kapitalistischen Geist. Letzte Bemerkung. Das schließt übrigens an die Frage in Amerika, sind die bürgerlichen Klassen, ist also das Bürgertum, das mit dem Kapitalismus verbunden ist, ist das der politischen Repräsentation fähig? Sind die politikfähig, die Bürger? Das war Webers Lebensthema. Ist das Bürgertum nur eine ökonomische Veranstaltung oder eine ästhetische Veranstaltung, eine Bildungsveranstaltung, eine wissenschaftliche Veranstaltung? Oder hat das Bürgertum auch eine politische Form? Der letzte Punkt. Weber hat in seiner Antrittsvorlesung in Freiburg 20 Jahre zuvor einem sehr robust auftretenden Nationalismus das Wort geredet. Gegen kosmopolitische Ökonomie, für politische Ökonomie, also Volkswirtschaft, also die Wirtschaft eines Volkes. Und er hat im Zuge dieser Einlassung auch nicht davor zurückgeschreckt, was Zeitgeist war, durchaus, den Begriff der Rasse eine große Rolle einzuräumen in der Untersuchung moderner Gesellschaften. Heute mindestens würde man ihn zu diesem Zeitpunkt einen Rassisten nennen. Also jemand, der zum Beispiel glaubte, dass die Polen teils aufgrund ihrer nationalen Eigenschaften, teils aufgrund ihres katholischen Glaubens, nicht in der Lage seien, eine moderne Gesellschaft aufzubauen. Er hat immer damit spekuliert, jedenfalls eine Zeit lang, ob nicht solche Qualitäten von Menschen einbezogen werden müssten in die Analyse der Unterschiede verschiedener Gesellschaften. Das verliert sich nach der Amerika-Reise. Das verliert sich einmal durch Nachdenken, das verliert sich dadurch, dass er sieht, dass aus dem Rassebegriff gar keine operationsfähigen soziologischen Thesen folgen, dass er voller Widersprüche stellt, dass es eine Mythologie ist, dass man nicht zu Aussagen kommt, wenn man diesen Begriff zu einem Grundbegriff der Gesellschaftslehre erhebt. Das verliert sich aber auch durch die persönliche Begegnung in den Vereinigten Staaten. Es sind vor allem zwei Personen, die er dort trifft. Booker T. Washington, ein Pädagoge, der Direktor jener Fachhochschule, die ich schon erwähnt habe, der den Schwarzen sagte, sie sollen bescheiden auftreten, sie sollen Bildung erwerben, ihre Berufsfähigkeiten ausdehnen, ökonomisch erfolgreich sein. Und das sei ihr Weg zur Emanzipation. Und einem Soziologen, der zuvor auch in Berlin studiert hatte, William Dubois, der sagte, nein, die Emanzipation der Schwarzen wird nicht so funktionieren, wie sich die Bürger in Europa
ihre Emanzipation gegenüber der Aristokratie vorgestellt haben, nämlich durch Berufsarbeit, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft, sondern durch politische Repräsentation. Sie müssen also auftreten und eine Stimme fordern für sich. Es reicht nicht, den Weg über die Wirtschaft zu nehmen. Weber hat mit beiden Herren gesprochen. Und am Soziologentag 1910, also 6 Jahre nach dieser Reise, kommt es zu einer interessanten Auseinandersetzung innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziologie um die Frage, welche Bedeutung spielt die Rasse für die Analyse von sozialen Gebilden, also die ethnische Herkunft, würden wir heute sagen, ihrer Mitglieder. Und da tritt Weber sehr entschieden auf gegen die Rassetheoretiker und unter anderem durch die persönliche Reminiszenz an ein Gespräch mit William Dubois, von dem er sagt, wenn er mit ihm sich unterhalten habe, ihm, Dubois, dem besten Soziologen der amerikanischen Südstaaten, dann habe er nicht den Eindruck gehabt, dass er sich mit einem Schwarzen unterhalten habe, sondern einfach mit einem Gentleman, wie er selber auch gerne als einer angesprochen worden wäre. Weber sagt, die ungewaschenen Schwarzen riechen genauso wie die ungewaschenen Weißen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass in der Hautfarbe irgendein Gesichtspunkt liegt für die Konstruktion sozialer Wirklichkeit, es sei denn, man ist Rassist und macht die Hautfarbe zu einem solchen Ausgangspunkt. Und das ist sicherlich also diese Einstellung, dass er sich selbst löst von einem Konzept, das er immer ein bisschen mitgeführt hat. Selbst in der Schrift über die protestantische Ethik gibt es noch so Notizen am Rand. Vielleicht spiele auch Rasse eine Rolle, aber man sei derzeit noch nicht in der Lage, das wissenschaftlich nachzuweisen. 1910 wird in Form, wenn man so will, einer Anekdote, verabschiedet sich Weber von diesen Überzeugungen oder von diesen Vermutungen. Und das ist sicherlich nach allem, was wir sehen können, ein Effekt und ein wichtiger Effekt seiner Amerika-Reise. Vielleicht so viel. Vielen Dank.